Hallo zusammen, euer Bonsai von Neunkane. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderbare Gans zubereite. Bei uns zu Hause lieben wir als Beilage einfach einen tollen Knödel. Ich werde halt jetzt die Chance nutzen und die Gans mit einem Serviettenknödelteig füllen. Dazu habe ich mir hier ein paar altbackene Laugenbrötchen besorgt, ein paar Eier, Milch, Maronen, ein paar Kräuter, Salz, Pfeffer. Das Ganze werde ich zu einem Teig verarbeiten. Der geht in die Gans. Und wenn die Gans dann nachher vom Grill kommt, schön knusprig ist, dann ist der Knödel schon fertig in der Mitte, hat die Sachen aufgesaugt und dann haben wir eine richtig geniale Beilage, da freue ich mich jetzt schon drauf. Unsere Füllung ist fertig vorbereitet, kommen wir zum Hauptakteur, unserer tollen Gressingham-Gans. Die kommt aus einer Freilandhaltung. Dadurch, dass sie sich schön bewegen kann, hat sie eine feine, magere Textur. Zum Ende hin wird sie mit ein bisschen Weizen beigefüttert. Das Tolle daran ist, es wird royal. Die englische Königsfamilie kauft genau diese Gänse für Weihnachten. Und wenn ich hier schaue, Neunkane liefert hier wieder eine Top-Qualität. Hier ist so gut wie nichts vorzubereiten für mich. Hier und da werde ich mit dem Messer ein bisschen was wegschneiden, weil mir das sonst auf dem Grill verbrennen würde. Ich kann sofort anfangen zu würzen. Und dafür habe ich hier das Ankerkraut Gänse- und Entenbraten gewürzt. Damit werde ich die ganz schön würzen. Dann werde ich sie füllen und dann geht es bei 180 bis 200 Grad auf den Grill und darf da schön Farbe annehmen. Unsere royale Gans ist gewürzt, gefüllt, liegt auf dem Grill. Zeit, sich um die Beilage zu kümmern. Heute gibt es Rosenkohl als Beilage. Vielleicht anders, als ihr das alle kennt. Ich werde den Strunk entfernen, die äußeren Blätter wegmachen, das Ganze in Olivenöl, Salz, Pfeffer ein bisschen wenden, wird mit einer Scheibe Bacon umwickelt, geht dann wieder auf den Grill und darf da richtig knusprig werden.
Gans ist wunderbar kross, knusprig vom Grill gekommen. Beim Tranchieren konnte man sofort sehen, wie saftig die geblieben ist. Es duftet vorzüglich. Ich muss jetzt einfach mal sofort probieren. Die Gans ist wunderbar saftig, zart, die Haut knusprig, genauso wie der Rosenkohl mit dem Bacon knusprig ist. Dazu der schöne weiche Serviettenknödel, der die Säfte noch aufgenommen hat. Das ist eine rundum super Sache. Ich kann verstehen, warum die Royals genau diese Gans bestellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Bonsai.